Hör auf, tut der Buffy so gut. Das ist jetzt schon die Panflöte, was wir da hören, ja? Welche Panflöte? Naja, hier, wir fahren doch jetzt hier zur, wie heißt denn der Kreuz? Ach ja, Block. Genau, das klingt ja schon ganz gut, Frau Weinbauer. Weingarten. Und der kommt ja aus Sachsen, das hört man auch so ein bisschen raus. Finden Sie nicht, dass man das jetzt so aus der Musik so raushört, dieses Sächsische? Also ich denke da an ganz viel mehr noch. An was? An mehr, denken an Sie? An ganz mehr, viel mehr noch. Also da öffnet sich für mich so eine... Da öffnet sich für Sie was. Es ist ja schön, dass sich da was öffnet für Sie. Aber es geht ja darum, dass der Panmensch, dass der ja Sachsen vertritt. Wie ist der nochmal? Blockflöte des Todes. Also wir müssen einfach so ein bisschen das Sächsische rauskitzeln, also aus seiner Herkunft. Das müssen wir einfach, dass Sie da immer mit der Kamera einfach auf das Regionale, dass Sie da den Wert drauf legen, in der Bildsprache, in Ihrer Bildsprache, Frau. Ja. Und mit dem Ton auch, da müssen Sie auch gucken. Das war das mit dem Ton, dass wir da das Regionale einfangen. Sie wissen, was ich meine. Sachsen klingt anders. Ja, genau. Dass Sie das in dass ich das, genau. Angle. Dass Sie das angeln. Das ins Mikro. Mit der Tonangel. Genau. Hier waren wir da jetzt verabredet, Frau Kirsch, Frau Wein. Wein? Weingarten. Der ist jetzt nicht da. Der geht auch nicht ran. Hier an diesem roten Turm, da wollten wir den treffen. Sie wissen jetzt auch nicht, wie die Flöte aussieht, der Flötenspieler von Chemnitz oder was. Da will man hier einen Wahlkampfspot machen für den Bundeswischen Song Contest und dann kommt er nicht. Da hätten Sie ja auch mal recherchieren können, dass, wie der aussieht. Ja, wie heißt Kamera, der noch? Oder? Blockflöte? Ja, Sie machen Kamera, aber Sie können ja auch mal ein bisschen mit. Ich will jetzt nicht sagen denken, Frau Kirschbaum, aber gucken. Wir sind in Chemnitz jetzt schon seit einer Stunde. Ich kann den nicht erreichen. Die Klarinette des Verderbnis. Frau Kirschbaum, der Labelmanager, der sagt gerade, wir machen jetzt einfach, wir zeigen Chemnitz und dann legen die Musik von der Oboe darunter. Chemnitz als Geburtsort in dem Wahlspot. Also hier gucken, was es hier so Schönes gibt. Also hier zum Beispiel das Rathaus da. Das können Sie ja mal scharf stellen, Frau Weinbau. Chemnitz ist auch Sportstadt. Wir sind hier in der Eiskunstlaufhalle, in der Eishalle. Hier hat die Kati Witt, wir kennen sie alle, die Gold-Kati, hat hier trainiert, kommt ja auch aus Chemnitz. Und das ist ein Name mit Strahlkraft für die Sportstadt Chemnitz. Und Chemnitz hat ganz viele Olympiamedaillengewinner. Also ganz, ganz viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben die Olympia. Es wäre gut, wenn sie nicht im Bild sind. Sie machen ja den Ton. Also wissen Sie, wenn Sie jetzt nichts zu tun haben, könnten Sie eigentlich den Künstler darstellen. Sie sehen ja auch so ein bisschen nach Rock'n'Roll aus mit der Mütze. Sie sprechen auch so ein bisschen sächsisch. Schnappen Sie sich eine Gitarre, ich stelle Ihnen ein paar Fragen und dann sind Sie die Trompete des Herodes. Man sagt, Chemnitz ist eine Sportstadt. Und warum sagt man das so? Du darfst alles essen, aber nicht alles wissen. Ja, nee, ja klar, das ist klar. Man sagt, dass Chemnitz auch eine Sportstadt ist. Warum? Ja, das ist, ich weiß es auch nicht so richtig, aber es ist halt einfach schon immer so gewesen und also wir sind halt einfach gut im Sport. Wir Sachsen, wir können das und ja. Ansonsten, ja, klar. Ja, haben Sie das jetzt verstanden, Frau Kirschbaum? Ja, ich dachte, wir machen jetzt Weichzeichner über sein Gesicht, dann sieht er so ähnlich aus. Kann man das anbieten, Frau Gartenzwerg? Ich weiß nicht. Ist der Schnee jetzt Mangelware durch den Klimawandel? Nein, 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 sagte er. Der Stoff kommt aus fairem Handel, das ist Fairtrade-Koks, oh Fairtrade-Koks. Oh oh, in ganz Berlin gibt's nur noch fair gehandeltes Kokain. Das ist das Sächsische, dass sie das überall sehen mit ihrer Kamera und sie auch mit dem Ton. Wer sind Sie jetzt? Gar nicht. Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Der Bahnmensch.